Der Rassehund ist krank. Zum Beispiel der Mops oder die französische Bulldogge. Diagnose: schwere lebenslange Atemnot. Therapie: Nasen- und Gaumensegel-OP. Oder die englische Bulldogge. Diagnose: fortpflanzungsunfähig wegen zu kurzer Beine. Therapie: künstliche Absamung. Schuld daran ist der Mensch. Denn er züchtet nach Standard. Weil die Hunde alle gleich aussehen sollen. Gewinnen kann nur der, der dem Standard am nächsten kommt. Das ist so ein deutscher Rassewahnmist, der ist eh überholt und der wird sich auch selber wirtschaftlich kaputt machen. Der Cavalier King Charles Spaniel entwickelt sich zum neuen Modehund. Mit Herzfehler und Kleinhirnquetschung wird er nicht alt und führt oft ein qualvolles Dasein. Er war absolut bewegungsunfähig. Die Augen waren extrem weit aufgerissen, wie in so einer Art Schrecksituation. Medikamente zur Verlängerung eines Hundelebens. Die Ironie des Schicksals. Wenn die reinrassigen Hunde krank werden, dann haben sie oft alle das Gleiche. Ich habe den Cavalier, der 5 Jahre alt ist, dann ist eigentlich schon klar, welche Herzerkrankung er im Grunde genommen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass es was anderes ist, ist sehr gering. Das Wissen ist da, doch es scheint sich kaum etwas zu ändern. Wenn wir dieses Totschweigen überwinden in der Hundezucht, kommen wir den größten Schritt weiter. Und das ist das Erste, was die Herren begreifen müssten, dass sozusagen Leute, die sich wissenschaftlich mit diesen Rassen beschäftigen, sind nicht ihre Feinde. Aber da gehen wir jetzt im Moment nicht ran, weil dieses Tier sozusagen andere Probleme hat und mit seiner Luftversorgung sehr stark beschäftigt ist und übers Überleben ringt sozusagen. Man sieht das ja auch, hier ist es nicht besonders warm im Raum, auch nicht besonders kalt, aber auch nicht besonders warm. Und Blümchen ist auch nicht besonders aufgeregt. Kennt das ja eigentlich hier, ist auch jetzt schon lange hier. Ja. So, also von daher ist das wirklich einfach eine starke Atemnot im Stand sozusagen. Qualzucht, so nennt Tierarzt Ralf Unna Rassen wie den Mops. Weil ihm die Schnauze weggezüchtet wurde, bekommt er nicht genug Luft. Ohne Schnauze sieht er ein Leben lang ein bisschen wie ein Welpe aus. Große Augen, runder Kopf. So wollen es die Rasseliebhaber. Ja, das ist eine züchterische Selektion gewesen, eine gezielte, um eben dieses Kindchenschema zu erzeugen. Letztlich, um die Tiere am Markt besser platzieren zu können. Und das ist für die Tiere, wie man gesehen hat, fatal und tierquälerisch. Ralf Unna könnte sich darauf konzentrieren, durch Operationen das Leben dieser Rassen zu verlängern, viel Geld dabei zu verdienen und zu schweigen. Denn neben der Pharmaindustrie profitieren auch Tierärzte von den Auswüchsen der Rassehundezucht. Doch Dr. Unna ist auch Vizepräsident des Tierschutzverbandes NRW. Er will aufklären. Wenn wir uns dann aber die Nasen angucken, dann fällt sofort auf, dass eben hier ein erheblicher Teil fehlt, also grob gesagt 10 cm etwa fehlen zwischen den beiden. Und wenn wir uns dann klar machen, dass die Kühlung beim Hund praktisch ausschließlich über diesen Teil der Nase funktioniert, das heißt hier über dieses feine, knöcherne Netz sozusagen, was dann Schleimhaut überzogen ist und was dann Verdunstungskälte erzeugen kann, dann werden wir eben sehen, dass wir hier auf 10 cm Verdunstungskälte erzeugen können. Hier beim Mopsschädel gar nicht. Hier haben wir praktisch nur ein Loch ohne jede Kühlungsmöglichkeit. Und das Ergebnis sehen wir gerade im Bild rechts. Das heißt, Blümchen muss sozusagen bei offenem Maul versuchen, sich runterzukühlen. Und wir sehen, dass sie eben jetzt schon sehr, sehr stark hechelt, so wie ein normaler Hund, wenn er eine halbe Stunde, eine Stunde draußen Vollgas gegeben hat. Das hat sie eben schon im Stand. Mops Blümchen wird bald 9 Jahre alt. Für kleine Hunderassen ist das kein Alter. Doch Blümchen hat schon jetzt alle Mopskrankheiten. Vor allem ist sie schwer herzkrank. Beim Mops eben, muss man sagen, in den letzten Jahren
verlieren wir eben relativ viele Tiere eben schon vorzeitig durch diese lang anhaltenden, schweren Atemsymptomatiken, die dann auch irgendwann herzrelevant werden. Das ist hier schon passiert. Das Tier kriegt schon täglich Herzmedikation zusätzlich, weil das Herz immer zu viel Arbeit leisten muss, um gegen die kaputte Lunge anzuarbeiten. Sodass ich fürchte, das Blümchen wird nicht den Altersrekord für Möpse brechen, vermutlich. Wenn man ehrlich ist, im Sommer wird es immer ein bisschen enger. Ne? Da habe ich gerne dran denken. Dr. Unner setzte seine Hoffnung in das neue Tierschutzgesetz. Doch die Neufassung des Paragraphen 11b, die im Juli 2013 abgesegnet wurde, gibt den Amtstierärzten wieder nichts in die Hand. Wichtig wären Standards, was Qualzucht ist, und entsprechende Gutachten. Denn dann könnten die Tierärzte vor Gericht gehen und auch gegen solche Züchter gewinnen. Ja, zum Mops müsste es dann ein entsprechendes Gutachten geben. Also meine alte Forderung, die Schneidezahnreihe im Oberkiefer muss vor der Schneidezahnreihe im Unterkiefer stehen. Mit anderen Worten, der Mops muss eine Nase haben. Und wenn man ein entsprechendes Gutachten auf Bundesebene in Auftrag gibt und dann veröffentlicht, dann ist das der Standard. Und dann hat der Amtstierarzt es sehr leicht, vor Gericht zu sagen, lieber Richter, es gibt hier ein Gutachten, wie ein Mops auszusehen hat. Dieser Mops sieht hier deutlich anders aus und deswegen fällt er für mich unter Qualzucht. Das heißt, er ist nicht in der Beweislast, dass er diese wissenschaftliche Arbeit erbringen soll, die er nicht erbringen kann, denn Amtstierärzte sind nun mal Beamte und keine Wissenschaftler. Dass der Mops keine Schnauze hat, das liegt an den Vorgaben des Zuchtverbandes VDH. Wer auf Hundeshows gewinnen will, muss äußeren Kriterien entsprechen, den Rassestandards. Einem Katalog, der genau vorgibt, wie der Hund auszusehen hat. Zum Mops heißt es da zum Beispiel, er soll quadratisch und gedrungen sein, viel Masse in kleinem Raum vereinen. Das ist auch lange Zeit gut gegangen, solange man es nicht übertrieben hat. Und es geht immer dann schief, wenn dann Menschen, für die ich den Begriff Züchter eigentlich gar nicht mehr verwenden möchte, also Vermehrer, das Übertypisieren, also bestimmte Merkmale so weit in den Vordergrund stellen, dass sie eben zu schweren und schwersten gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Was unternimmt der VDH, der Verband für das deutsche Hundewesen, mit seinen über 650.000 Mitgliedern? Genau betrachtet ist der Verband ein Unternehmen. Und das floriert. In den letzten 20 Jahren konnte der Umsatz um 250% gesteigert werden. Ein Fernsehinterview lehnt der VDH-Vorstand ab. Man antwortet nur schriftlich. Man will klarstellen, dass es dem Hundezüchterverband erst um die Gesundheit und das Wesen gehe, dann erst um das Äußere. Und auch bei der Qualzucht, so der VDH weiter, sei man auf einem guten Weg und habe bereits sehr viel erreicht. VDH-Kritiker wie Ralf Unner sehen das ganz anders. Aus meiner Sicht hat der VDH überhaupt nichts erreicht in Bezug auf Qualzucht. Wir haben all diese Exzesse weiterhin in Deutschland. Das wäre an sich schon schlimm genug, aber es ist eben so, dass der VDH auch nicht entschieden dagegen vorgeht und sich entschieden einbringt bei seinen Mitgliedsvereinen und an der Reißleine zieht, sondern in der Regel die Mitgliedsvereine treiben lässt. Das sagt er ja manchmal auch in schöner Offenheit. Er wäre nur der Dachverband und er wäre sozusagen nicht zuständig für die einzelnen Umsetzungen in den Vereinen. Auch am Institut für Vererbungsforschung an der Tierhochschule in Hannover gibt es Zweifel am Veränderungswillen des VDH. Das Institut arbeitet intensiv an der Problematik kranker Rassehund. Im ehemaligen Kaninchenstall der Tieruni lagert heute genetisches Material von 62 Hunderassen. Professor Distel ist der Direktor. Bis vor einem halben Jahr hat er den VDH noch beraten. Doch im Dezember 2012 stieg der Tiergenetiker aus. Ich denke, das muss jeder selber für sich entscheiden, ob er in so einem Gremium ist oder nicht. Ich denke, ich habe auch viele Ideen eingebracht. Ein Teil davon ist auch vom VDH umgesetzt worden, zweifelsohne. Und was natürlich sicherlich ein Punkt ist, also meine Prämisse ist eben zuerst Gesundheit, danach der Rassestandard. Das sieht der VDH sicherlich andersrum. Professor Distel war der einzige Tiergenetiker im wissenschaftlichen Beirat. Im VDH-Vorstand sitzt nicht einmal ein Tierarzt.
Die Probleme seien dort bekannt, so Distel. Doch viele würden sie einfach verdrängen. Jede Rasse hat ein bestimmtes Set von Problemen. Und die Schwierigkeit ist eben, wie viel davon kann man hier züchterisch angehen? Wie weit kann man da offen darüber sprechen? Oder ist es den Leuten lieber, dass man darüber nicht spricht und das Deckmäntelchen darüber ausbreitet? Eine Rasse bekommt vor allem dann ein Problem, wenn sie zum Modehund wird, wie der Mops oder die französische Bulldogge. Dann steigt die Nachfrage. Und viele Züchter nutzen das, um möglichst viel Geld mit der Mode zu verdienen. Nicht nur solche aus dem VDH. Problematisch wird es dann, wenn eine sehr große Nachfrage ein sehr kleines Angebot trifft, weil das dann dazu führt, dass sozusagen mit jeder einzelnen Hündin, die überhaupt verfügbar ist, wird vermehrt, natürlich zweimal im Jahr. Das führt natürlich dazu, dass es überhaupt keine Auswahl gibt. Es gibt keine Zuchtauswahl mehr, sondern es wird mit allen Tieren vermehrt, weil damit sehr viel Geld zu verdienen ist in kurzer Zeit. Und das heißt, dass auch Tiere, von denen selbst der Vermehrer weiß, dass sie nicht gesund sind, mit denen wird dann trotzdem vermehrt und entsprechend sind die Ergebnisse. So ist es beim Cavalier King Charles Spaniel. Silke Derichs hat 3 davon. Wie der Mops wurde auch der Cavalier ganz besonders niedlich gezüchtet, nach dem sogenannten Kindchenschema. Mit katastrophalen Folgen. Amy, die jüngste und kleinste, kratzt sich nicht nur immer wieder am Hinterkopf. Sie jagt den ganzen Tag auch imaginäre Fliegen. Das sieht im ersten Moment vielleicht kurios aus. Dahinter verbirgt sich aber womöglich eine Kleinhirnquetschung, die Chiari-Malformation. Ovid, der weiß-schwarze Kavalier, wurde deswegen bereits am Schädel operiert. Heute ist aber erstmal der Termin beim Herzspezialisten. Denn fast alle Kavaliere leiden auch noch an einem schweren Herzfehler. In seinem Alter hat er jetzt auch noch eine Herzklappeninsuffizienz entwickelt. Das wurde vor 2 Jahren festgestellt. Und jetzt wollen wir halt mal schauen, dass wir da mal einen Kontroll-Herzultraschall machen. Und bei ihm ist es genau dasselbe. Bei ihm ist auch vor 2 Jahren eine Herzinsuffizienz festgestellt worden. Über 100 Euro gibt Silke Derichs im Monat für Medikamente aus. Die lindern die Qualen und verlängern das Hundeleben. Sie steht mit ihrer Hundeliebe nicht allein. Lieber einige tausend Euro ausgeben, als das geliebte Tier verlieren. Lass dich erst mal angucken. Ein bisschen. Ja, alles klar. Ja, der hat Stress jetzt. Ja, der hat Stress. Syringomyelie und Chiari-Malformation. Okay. Das stresst ihn jetzt absolut der ganze Tag. Ne? Gut, das ist eine andere Baustelle dieser Rasse. Ja, ne? Sind ja nicht wenige, die das haben. Es wurden ja beim Cavalier auch im Zusammenhang mit Genetikern Forschungen angestellt, wo die Ursache liegt. Und da zeigte sich doch sehr deutlich, dass da bestimmte Linien und bestimmte Rüde dort verantwortlich sein soll, der sich hier enorm in die Zucht eingebracht hat und natürlich als Rüde sich x-fach vermehrt hat und dadurch bestimmte Merkmale mittransportiert hat, die man heute natürlich versucht, wieder aus dem Genpool und aus der Population rauszubekommen. Bei den Kavalieren haben besonders wenige genetisch starke Männchen in der Ahnenreihe dominiert. Von seinem Vater hat Ovid aber nicht nur sein Äußeres. Der Ultraschall wird zeigen, dass er auch schuld an Ovids schwerem Herzklappenfehler ist. Das Blut kommt hier runter aus der Lunge, geht in die Vorkammer und wenn diese Klappen sich öffnen, in die Hauptkammer. Wir öffnen mal die Klappen, das können wir hier am Bildschirm steuern. Und jetzt sieht man sehr deutlich, in dieser Einstellung zumindest, dass die obere Klappe sich auf die untere zubewegt. Und hier sieht man schon andeutungsweise, dass da irgendwie was fehlt. Also zumindest haben wir hier einen ersten Hinweis darauf, dass da ein Klappenschlussfehler ist. Aber in einer Art und Weise, wie man das bei dieser Rasse häufig sieht. Der Cavalier ist in der Herzsprechstunde überrepräsentiert. Wenn die Hunde älter sind, also ab dem 5., 6. Lebensjahr, ist es eigentlich immer die Krankheit. Das ist eigentlich relativ einfach. Und so, dass man sagen kann, das gehört schon mit zur Rasse dazu. Ich sehe hier auch im kardiologischen Bereich, das gilt auch für unsere Orthopäden im Hause, die haben bestimmte Rassen und dann können die schon das Krankheitsbild je nach Alter zuordnen. Dahinter versteckt sich ein Phänomen, das angehende Tierärzte an der Uni als genetischer Flaschenhals kennenlernen. Ein genetischer Flaschenhals ist etwas, das wir
Das bedeutet, wenige Tiere haben ihre besonderen Merkmale immer wieder vererbt. Auch ihre Krankheiten. Und oft hängt das eine mit dem anderen zusammen. Der Herzspezialist Jan-Gerd Kreskin sitzt auch im wissenschaftlichen Beirat des VDH. Und der Kardiologe weiß, dass sich in der Rassehundezucht eigentlich etwas verändern müsste, wenn er es auch erst sehr vorsichtig formuliert. Das ist ein Vorgang, der extrem lange dauern wird, um diese Gene, diese krankhaften Gene zu verdünnen. Es geht also eigentlich nur um Genverdünnung. Denn wenn man jetzt sagt, dass jeder kranke Tackle oder jeder kranke Cavalier aus der Zucht kommt, ganz ehrlich, dann bleiben keine übrig. Also ich habe nicht, es sind ja genügend Gesunde da, aber wenn man die Zahlen der, die existieren über diese Rassen sieht, dann bleiben nicht viele gesunde Hunde übrig. Und müsste man die Rasse im Prinzip, das ist keine Empfehlung, aber dann kann man sie fast nur abschaffen. Aber die Aufarbeitung, wo sind unsere Good Points, wo sind unsere Hunde, die wirklich gesund sind, die uns eine Vision für die Zukunft geben, mit wem man arbeiten könnte, auch wenn sie vielleicht nicht so schön sind, nicht die Farbe haben und das Fell so super. Wenn man die Gesundheit an erster Stelle stellt, dann ist das meines Erachtens der entscheidende Punkt, und das wird sich sicherlich irgendwann bewahrheiten, dass man nur auf sowas gehen kann, auf diese Erkenntnisse, wer ist gesund und wie können wir die gesunden Merkmale weiter verbreiten. In Alpen am Niederrhein gibt es eine VDH-Züchterin, die versucht, gesündere Hunde zu züchten. Aber auch sie sieht, dass das nicht immer so einfach ist. Ganz klar, ich habe auch kranke Hunde gezüchtet. Es gibt so drei Würfe, wo ich sagen würde, das war ein Griff in die Kloschüssel. Das ist einfach unser Problem. Wir haben ein bisschen Natur und wir können halt noch nicht alles durchblicken. Gudrun Groß traut sich, ihren Verband, den VDH, zu kritisieren. Beim Thema Mops und Qualzucht vertritt die Labradorzüchterin einen klaren Standpunkt. Das sehen wir auch sehr kritisch, dass der VDH auch da nicht stärker durchgreift und ganz klar sagt, dann züchtet halt die Schnauzen länger, weil das ging hier ja auch. Na, man könnte ja einfach da züchterisch wieder selektiv eingreifen und sagen, so, wir lassen nur noch Hunde zu, die eben diese Probleme nicht haben und wir machen einfach die Nasen länger. Ja, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns. Gudrun Groß züchtet seit 15 Jahren. Fast 450 Labrador-Welpen hat sie verkauft. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin versucht sie, jeden Deckakt möglichst perfekt vorzubereiten. Dazu werden alle Daten wie Ahnentafeln und Gesundheitszeugnisse der Zuchthunde studiert. Im Labrador-Club sind bereits einige Gentests und Röntgenuntersuchungen Pflicht. Und diese Daten werden im Internet jedem zur Verfügung gestellt. Diese Transparenz ist bei einem VDH-Zuchtverein schon ungewöhnlich. So, und dann können wir jetzt hier die Nachzucht sehen. Wenn wir weiter runterscrollen, mit welchen Hündinnen der Rüde angepaart wurde. Es sind 7 der 8 Geschwister geröntgt. Eine ist noch nicht geröntgt, die soll aber noch geröntgt werden. Aber alle Geschwister sind im hochzuchttauglichen Bereich. Wenn ich irgendwas über einen Hund rauskriegen will, den ich vielleicht in der Zucht einsetzen will, dann gehe ich in diese Datenbank. Und das ist also eigentlich unser tägliches Geschäft, mit dem wir Züchter, oder zumindest ich als Züchter, ich kann ja immer nur für mich sprechen, wo ich als Züchter sage, das ist mein täglich Brot. Da muss ich täglich reingucken, um zu sehen, was hat sich verändert. Sind Nachzuchtergebnisse gekommen? Sind Erkrankungen aufgeführt worden, über die wir vorher noch nichts wussten? Leider eine C-Hüfte. Aber wenn das einer in so einem großen Wurf ist, macht mir das also noch keine Kopfschmerzen. So, dann haben wir hier noch die Statistik. Eine C-Hüfte bedeutet, der Hund hat eine leichte Hüftdysplasie. Diese häufig vorkommende Erbkrankheit wird er weiter vererben. Warum aber mit einem kranken Hund züchten? Das hat wieder etwas mit dem genetischen Flaschenhals zu tun. Was viele Nicht-Hundezüchter oder auch gerade Züchter, die jung anfangen, auch gar nicht verstehen, weil die sagen, aber warum macht man nicht einfach Clear? Mal Clear ist Clear. Dann hätten wir das Problem ja ganz schnell vom Tisch, aber dann haben wir den genetischen Flaschenhals, der uns den Kragen zuzieht. Dann sitzen wir irgendwann mal wirklich auf einer Basis, die keine mehr ist.
Und deswegen lassen wir auch Hunde noch zu, die eben Träger sind oder die infiziert sind, solange wie sie keine klinischen Erscheinungen haben. Gudrun Groß ist keine typische VDH-Züchterin, das sagt sie selbst. Sie gibt zu, dass sie Gendefekte bei ihren Hunden nicht ausschließen kann. Sie sei aber lernfähig und offen für wissenschaftliche Neuerungen. Und das verschaffe ihrer Zucht einen Vorteil. Ich denke, für den Welpenkäufer ist es halt ganz wichtig zu wissen, dass die sogenannten Familienhundezüchter, die eben jetzt sich nicht in einem Club wie dem Labrador-Club, der dem VDH angehört, umschauen, dass sie halt einfach genetische Kofferbomben erwerben. Die können Glück haben, das kann der tollste Hund der Welt sein. Ja? Aber mit ganz viel Pech erwischen die einen Hund, der alles in sich vereint, was wir nicht haben wollen. Und das können halt sogenannte Züchter überhaupt nicht erfassen, weil die züchten mit Hunden, die schon keine Ahnentafeln haben und die dann natürlich auch keine Datenbank haben. Genetische Kofferbomben, die soll es hier geben. Bei Zoo Zajac in Duisburg. Vor 2 Jahren brach der Eigentümer Norbert Zajac mit einem Tabu. Seit den 70ern war es verpönt, im Zoofachgeschäft auch Hundewelpen zu verkaufen. Der VDH, sonst nur für seinen eher zwanglosen Umgang mit den Mitgliedsvereinen bekannt, ließ mitteilen, jeder Züchter, der hier seine Welpen verkauft, soll aus dem Verband ausgeschlossen werden. Nicht alle VDH-Züchter halten sich daran. Kriegen Sie auch Hunde von VDH-Züchtern? Ja. Kriegen Sie? Ja. Viele oder? Eigentlich legen wir da keinen großen Wert drauf. Wir wissen, dass einige Züchter VDH-Züchter sind. Erzählen uns auch einige Züchter, sie haben Papiere. Aber wir haben, wie gesagt, da kein Interesse dran und sagen, sie sollen also besser die Papiere schon zu Hause vernichten. Wir legen da keinen Wert drauf. Tierarzt und Tierschützer Ralf Unner ist es egal, ob die Welpen Stammbäume haben. Für ihn ist der Verkauf wie im Supermarkt das Problem. Zwar scheint hier alles klinisch sauber und gut geprüft zu sein, aber die Welpen werden hier schlecht sozialisiert hinter ihrer Glasscheibe. Wir sind grundsätzlich gegen diesen Hundehandel. Hund als Massenware lehnen wir vom Tierschutz aus ab. Und wir haben eben doch auch erhebliche Zweifel bei der durchschnittlichen Verweildauer von über 3 Wochen in der sensiblen Phase, dass die Tiere hier richtig geprägt werden. Norbert Zajac hat 800.000 Euro in die Hundeanlage gesteckt. 2 Tierärzte und 3 Pfleger fest angestellt. Es gibt eine Krankenstation, Fußbodenheizung und eine Luftaustauschanlage für den Quarantänetrakt. Das alles zeigt er Dr. Unna. Norbert Zajac will so gut wie möglich dem Tierschutz gerecht werden. Formell, so bestätigt Ralf Unna, ist ihm auch kaum etwas vorzuwerfen. Für den Tierschützer überraschend ist die Erkenntnis, dass Zajac indirekt sogar dafür sorgt, dass weniger kranke Hunde in den Umlauf kommen. Weil er genetisch bedenkliche Rassen einfach nicht einkauft. Wir könnten also wesentlich mehr Hunde verkaufen. Nur wir verzichten darauf, den Hund zu verkaufen, wenn der Tier nicht die Qualität hat, wie wir das in unserem Haus uns vorstellen. Kaufen wir nicht ein, verzichten wir lieber auf Umsatz. Dann machen wir in jedem Tierbereich, also bei Katzen werden zurzeit sogar 60% abgewiesen. Bei Hunden sind wir aber auch bei rund 50%, die wir abweisen. Was sind dann konkret die Gründe, warum die sagen, nee, der nicht? Zum Beispiel die Farbe. Es gibt auch Qualzuchten bezüglich der Farbe. Also blaue Hunde, die haben sehr viele Hautprobleme. Dann, wenn die Elterntiere nicht untersucht sind, zum Beispiel auf HD oder ED, das würde natürlich im Vorfeld geklärt werden. Und dann bestehen Sie auf diesen Tests im Vorfeld von den Elterntieren, oder? Ja. Also wenn Sie Cavalier King Charles... Kaufen wir nicht an. Kaufen Sie gar nicht an, oder was? Einfach zu problematisch als Rasse. Zu problematisch. Also wir bemühen uns da schon, den nahezu perfekten Hund zu kaufen. Das wird schwierig, aber Herr Zajac ist ein sehr schlauer Kaufmann. Und wenn er sich, ich sage jetzt mal ganz böse, bewusst minderwertige Ware, und solches handelt es sich eben oft. Das ist ein riesen Wust an Krankheiten, die die Tiere mitbringen. Und ich glaube, die Kolleginnen hier sind schlau genug, den Herrn Zajac so zu beraten, dass er eben bestimmte Rassen wie Cavalier King Charles Spaniel gar nicht erst anbietet, weil einfach die Reklamationsrate verheerend hoch wäre für ihn. Letztlich bestimmt natürlich der Kunde den Markt. Und da herrscht auch beim Hundekauf eine Schnäppchenmentalität.
Wenn ich die Preise sehe, 1000 Euro für einen Hund, würde ich nicht ausgeben. Dann kann ich auch zum Züchter gehen. Beim Züchter, ja. So, und beim Züchter sehe ich das Männchen, da sehe ich das, also die Eltern, die sehe ich hier nicht. Ich weiß nicht, wo die Hunde herkommen. Gesundheitlich abchecken, ob die Zähne okay sind, ob das Herz okay ist, ob die Patella untersuchen kann. Sind die große Hunde HD, EDI geröntgt? Können sie die HD, EDI Untersuchungen belegen, gucken, ob die okay sind? Das können sie nicht. Ralf Unner fährt mit uns zu einem noch größeren Schnäppchenmarkt. Der liegt nur knapp 100 Kilometer von Duisburg entfernt, in Holland. Man muss sich per Telefon anmelden, bevor man das Gelände betreten darf. Das liegt nicht einsehbar an einem Feld, von einer hohen Mauer umgeben. Diese Bilder sind mit versteckter Kamera gedreht, um zu zeigen, wie die Welpen hier gehalten werden. Im 60 Quadratmeter großen Verkaufsraum tummeln sich 15 bis 20 verschiedene Rassen. Alles Modehunde. Darunter Golden Retriever, Möpse und die beliebten Cavalier King Charles Spaniel. Also das, was wir gesehen haben, war ein Showroom. Der war sozusagen permanent sauber gehalten. Wir haben einen Kothaufen gesehen bei 40 Hunden. Also da wird ununterbrochen sauber gemacht. Das ist sehr professionell aufgezogen. Die Tiere selber, die wir gesehen haben, waren also auch in keinem schlechten Ernährungszustand. Der Besitzer inseriert jeden Tag im Internet. 350 bis 500 Euro kostet hier ein Rassehund. Beim VDH-Züchter würde man das 3- bis 4-fache bezahlen. Man spricht von Vermehrern. Also er sagt ja, er verkauft 300 bis 400 die Woche. Das ist ja sozusagen Massenumsatz. Geht ja auch letztlich wie im Supermarkt. Wir haben ja dann gefragt und dann kam sozusagen aus dem Keller oder wo auch immer her der Nachschub. Das heißt, das ist praktisch wie eine industrielle Massentierproduktion, muss man sagen. Bei aller Kritik am VDH, wer hier einen Hund kauft, der geht ein sehr hohes Risiko ein, mit einem Tier nach Hause zu fahren, das ein gefährliches Erbe in sich trägt. In dem Moment, wo man da kauft, und sei es auch aus emotional nachvollziehbaren Gründen, hält man natürlich diese Maschinerie am Laufen. Man befördert, dass diese Tiere da produziert werden, das Wort benutze ich in dem Fall bewusst, wie sie produziert werden, eben so, dass man als Kunde das nicht sehen darf, selbst wenn es auf dem Hof ist. All das hält man am Laufen und das kann man nur unterbinden, indem man eben bei solchen Leuten nicht kauft und indem man eben, unser alter Appell, die Tiere aus dem nächsten Tierheim abholt. Mönchengladbach. Silke Derichs rettet Hunde. Zwei ihrer drei Cavalier King Charles Spaniels sind von der Organisation Kavaliere in Not. Niemand wollte sie mehr haben. Denn ihre Kavaliere sind schwer erbkrank. Amy. Amy ist gut. Alles gut, komm, ist gut. Das nennt man imaginäres Fliegenschnappen. Also sie schnappt nach Fliegen, die nicht da sind. Der Arzt sagte direkt zu mir, als er sie sah, dass er auf eine neurologische Erkrankung tippt, also Epilepsie. Um das jetzt mal sozusagen auszuschließen, hat er mir dann ein Medikament mitgegeben. Aber es hat nicht wirklich, es wirkt nicht richtig. Also es ist bis jetzt nicht verändert, ihre Situation, ne? Und deshalb vermute ich, dass sie Chiari-Malformation hat. Silke Derichs lebt mit den vielen Diagnosen schon seit über 6 Jahren. Deswegen klingt sie manchmal schon selbst wie ein Facharzt. Die Chiari-Malformation nennt man umgangssprachlich auch Kleinhirnquetschung. Ovid ist der älteste ihrer drei Cavalier King Charles Spaniel. Er wurde wegen dieser vererbten Hirnerkrankung bereits am Schädel operiert. Also bei ihm hatte sich das so geäußert, dass er extremste Krampfanfälle bekommen hat. Er war absolut bewegungsunfähig. Die Augen waren extrem weit aufgerissen, wie in so einer Art Schrecksituation. Wir wussten gar nicht, was er hat. Wir waren wie vor den Kopf geschlagen und sind dann in die Tierklinik gefahren natürlich, um das kontrollieren zu lassen. Die einzige Antwort war, es ist eine neurologische Sache. Tatsächlich, so die spätere Diagnose, drückte Ovids Gehirn auf den Hinterhauptknochen. Sein Schädel war zu klein für das Gehirn. Das trifft auf viele Kavaliere zu. Eine direkte Folge der Züchtung nach Rassestandards.
Im Zuchtbuch steht, der Schädel zwischen den Ohren flach, die Augen groß, dunkel und rund. Ich sag ja, das ist mit dieser Rasse, es ist wirklich traurig. Also man könnte schon manchmal echt verzweifeln, ne? dass so viele Kavaliere einfach so krank sind. Schuld war der Vorfahre, der ihm schon den Herzfehler vererbt hat. Nicht bei jedem Kavalier King Charles Spaniel muss es zum Ausbruch solcher Symptome kommen. Aber wie grausam diese Hunde zum Teil leiden müssen, zeigen etliche Videos im Internet. Wildes Kratzen am Hals, Verkrampfungen bis hin zu Lähmungserscheinungen. Amy wurde mittlerweile ebenfalls untersucht. Sie soll nur an einer geringen Form der Kleinhirnquetschung leiden. Der behandelnde Arzt würde der dreijährigen Hündin sogar Zuchttauglichkeit attestieren, erzählt uns Silke Derichs. Trotz der vielen Erberkrankungen verpflichtet der VDH die Kavalierzüchter nicht dazu, kranke Hunde von der Zucht auszuschließen. Aus unserer Sicht wäre es zwingend erforderlich bei solchen Rassen, dass alle Tiere, die in die Zucht gelangen, grundsätzlich gescreent werden und auch nur solche Tiere dann zur Zucht zugelassen werden, die dabei null aufweisen. Das heißt, die also noch nicht mal im Ansatz das Phänomen aufweisen. Als Gegenargumentation wird ja dann oft gebracht, dass dann der Genpool zu klein wird. Das stimmt so, aber muss eben aus meiner Sicht dazu führen, dass man dann entweder gesunde Tiere aus dem Ausland einkreuzt oder vielleicht eben doch Crossbreeding macht, das heißt frisches Blut aus anderen Rassen mit einbindet, um dieser Rasse aufzuhelfen. Nach meiner Einschätzung wird es die Rasse alleine sonst nicht schaffen. All die Tabletten gegen Herzklappenfehler und neurologische Ausfallerscheinungen machen das Hundeleben etwas erträglicher. So gern Silke Derichs ihre drei hat, einen Kavalier King Charles Spaniel würde sie sich nie mehr anschaffen. Und das Amylein bekommt die Luminalette. Und was bekommt sie noch? Eine kleine Gelenkkapsel. So. Birmingham. Zu Besuch auf der Crufts, der größten Hundeshow der Welt. Hier soll eine kleine Revolution im Gang sein, was das Züchten reinrassiger Hunde betrifft. Ralf Unner trifft die Journalistin und Filmemacherin Jemina Harrison. Ihr Film Pedigree Dogs Exposed war es, der für einen Wandel in der britischen Hundezucht gesorgt hat. Hundeausstellungen wie die Crufts sind für viele schuld an der Misere um den kranken Rassehund. Denn hier werden die schönsten einer Rasse prämiert. Und genau die sind die begehrtesten und teuersten Deckhunde. So vererben sie ihre guten und ihre schlechten Gene weiter. In einigen Rüden leben tausendfach. Vor ein paar Jahren noch wurden die Shows und Siegerehrungen von der BBC übertragen. Doch damit war nach der Ausstrahlung von Harrisons Film Schluss. Die Zuschauer waren schockiert, als sie sahen, wie krank viele Rassehunde sind. Und natürlich der Dobermann, der hat auch Probleme. Er leidet am Wobbler-Syndrom. Und auch hier wieder Kurzlebigkeit. Sie sterben sehr früh. Natürlich hat der Kennel Club auch vorher schon etwas getan, wahrscheinlich mehr als der VDH. Aber lange noch nicht genug. Nach dem Film ist sicherlich viel passiert. Aber es ist nicht nur der Film, es ist das kontinuierliche Finger in die Wunde legen. Man muss den Druck aufrechterhalten. Züchter dieser neapolitanischen Mastinos haben besonders herbe Kritik von Jemima an ihren Kreaturen einstecken müssen. Sie begegnen ihr skeptisch. Sehen aber mittlerweile ein, dass sich etwas ändern musste. Ja, sie hat offensichtlich ein paar Züchter verärgert.
die Leute spielen jetzt nur noch die zweite Geige. Denn vor ein paar Jahren gab es ein paar Hunde hier auf der Crufts, die nicht gesund waren. Es scheint, dass jetzt ein paar Leute daran gearbeitet haben, um sich von diesem Schandfleck zu lösen. Und deshalb sind die Anmeldungen auch viel niedriger. Nur 20 statt 40 in diesem Jahr. Das zeigt ja schon einiges. Ein Grund, warum bei manchen Rassen viel weniger Hunde angemeldet werden? Der Kennel Club, der englische VDH, hatte den Vet-Check eingeführt. Ein Tierarzt muss seit 2012 die Siegerhunde von 14 besonders auffälligen Rassen inspizieren. Neben Bulldoggen und Möpsen werden auch Bernhardiner auf ihre rassetypischen Krankheiten hin untersucht. Ja, sehen wir natürlich auch wieder, ne, bei Bernhardiner ganz klassischerweise. Also die haben ja jetzt hier schon ihre Umhänge mitgebracht sozusagen wegen des starken Speichelflusses und den sehr, sehr langen Lefzen. Und durch die langen, schweren Behänge werden praktisch die Binde heute immer nach unten gezogen und sind dann in der Luft exponiert und sind dann chronisch entzündet. Das ist diese dunkelrote Farbe an den Bindehäuten, beziehungsweise auch teilweise mit dem einen Tier sieht man auch diese Tränenstraßen. Der Bernhardiner Züchter gesteht ein, dass seine Rasse anfällig ist. Am häufigsten sind Tumore an den Beinen und, wieder, angeborene Herzfehler. Deswegen wird auch diese Rasse beim Vet-Check besonders unter die Lupe genommen. Und ist das bei dieser Rasse schon passiert? Ja, sie haben damit letztes Jahr hier auf der Crufts angefangen, wegen der Augen. In Deutschland kommt das Thema gerade erst auf den Tisch. Aber der VDH, der deutsche Kennel Club, will den Vet-Check bisher nicht. Deshalb sind wir hier. Wir versuchen herauszufinden, ob in England Fortschritte gemacht werden. Wir machen jedenfalls keine. Reden ist das Wichtigste. Und dann müssen die Züchter sich für das, was sie tun, verantworten. Man kann das nicht vom Zuchtverband erwarten. Das muss von Seiten der Züchter kommen. Auch die englische Bulldogge, der Stolz der Insel und in Deutschland ebenfalls ein Modehund, wird untersucht. An dieser Rasse lässt sich der Wahn mancher Hundezüchter gut zeigen. So werden die Bulldoggen für den Gang vor den Richter weiß gepudert. Der Ringelschwanz, Korkenzieher genannt, liegt so nah am Fell, dass regelmäßig der Kot entfernt werden muss. Sonst entzündet sich dort die Haut. Vorschrift ist jetzt, dass nach der Siegerehrung ein Kennelclub-Beauftragter die Siegerin mit ihrer Bulldogge abführt, zum Vet-Check. Doch bei allem sanften Wandel in England, wir sind dort nicht erwünscht. Auch bei den Möpsen sehen wir viel Leid. Im Stand schwer atmende Hunde, mit häufig herausquellenden Augen. Die können sogar aus den Augenhöhlen fallen und müssen dann wieder hineingedrückt werden. Auch dieser Siegerhund wird vom Sicherheitsbeamten des Kennel Club abgeholt. Der Veterinär, der den Hund untersucht, ist übrigens nicht unabhängig, verrät man uns. Er wird vom Kennel Club bezahlt. Bestanden. Was musste er machen? Einen Gehtest und dann wurden die Augen überprüft, dann der ganze Körper und ob der Schwanz richtig platziert ist und seine Ohren in Ordnung. Er ist fit und gesund, oder? Also alles doch nur Show, damit die Kritiken verstummen? Sowohl der hechelnde Mops als auch die englische Bulldogge bestehen jedenfalls den Vet-Check und dürfen bei der Endausscheidung um den besten Rassehund dabei sein. Ralf Unner will wissen, wie ernst es dem Kennel Club mit der Gesundheit der Hunde ist. Im Veterinärszentrum trifft er eine deutsche Ärztin im Dienste des englischen Hundeverbandes. Also ich denke mir schon, dass sich was geändert hat. Ich glaube daraus, dass die breite Masse einfach ein Problem erkannt hat.
Und dass jetzt neue oder zukünftige Hundebesitzer ihren Züchter auch fragen. Die haben das im Fernsehen gesehen, die kennen die Erkrankung und die wollen wissen, ob dafür Tests gemacht worden sind. Und ich denke mir, das ist das Einzige, was im Endeffekt den Züchter nachher veranlassen wird, das zu verändern. Dass der Markt sich verändert. Dass der Markt sich verändert, die Nachfrage. Da ist einfach was, wo man sagen kann, okay, die arbeiten dran, die können immer noch besser werden in einzelnen Punkten, aber sie machen was und bei uns machen sie nichts. Ralf Unner und Jemima Harrison sind sich einig. Der Vet-Check in England sorgt zumindest dafür, dass die Züchter vorsichtiger sind. Und es gibt auch bereits sichtbare Veränderungen. Zum Beispiel bei den Basset Hounds. 2012 sah der Siegerhund so aus. Bei der Crafts 2013 hat dieser Hund gewonnen. Sein Bauch wird bei der Jagd nicht mehr auf dem Waldboden schleifen. Doch es ist auch in England erst der Beginn. Es muss noch viel passieren, mahnt die Journalistin. Die Verbände müssen die Zuchtstandards neu verfassen. Sie müssen die Rasse-Reinheitsregeln aufweichen. Das würde beträchtlich helfen. Und sie müssen sich viel mehr tierärztlichen Rat einholen. Denn wir können nicht in diesen winzigen Genpools weiterzüchten, denn das ist der Weg zur Ausrottung. Die Engländer sind auf dem Weg, wir sind noch nicht auf dem Weg, das ist der Unterschied. Wir wollten vom VDH wissen, warum man dem Beispiel aus England nicht folgt. Die Antwort? Der Vet-Check habe keine wirklichen Konsequenzen. Beim nächsten Auftritt würde ein anderer Tierarzt den Hund anders beurteilen. Und alles geht dort wieder seinen gewohnten Gang. Naja, das zeigt ja nur, dass die Autoren solcher Zeilen nicht da waren. Wir waren offensichtlich nicht bei den Crafts. Denn wie wir wissen, hat allein die Etablierung dieses Systems, allein die Tatsache, dass es da ist, schon dazu geführt, dass bei bestimmten Rassen nur noch etwa die Hälfte der Tiere überhaupt vorgestellt werden. Das heißt, überhaupt vermarktungsfähig sind, weil der Anbieter dieser Ware, und ich nenne das extra so, von vornherein sagt, diese Ware ist hier nicht marktfähig. Hier gibt es offensichtlich eine Aufsicht, die das ein bisschen ernster nimmt als die verschlafenen Deutschen. Und deswegen kommen wir einfach mit übertypisierten Hunden gar nicht hierher, weil wir keine Chance haben. Das Ende vom Reinheitsrassewahn, das forderte vor 3 Jahren der VDH-Züchter Alexander Däuber. Er wollte seine Rasse, die Duck Tolling Retriever, retten durch eine Einkreuzung. Doch die vom VDH gestellten Bedingungen konnte Däuber nicht erfüllen. Er kündigte seine Mitgliedschaft und ließ dann seine gesunde Hündin Tessa sich mit einem gesunden Australian Shepherd paaren. Der erste Schritt einer Einkreuzung klappte. Im Juli 2011 brachte Tessa 7 gesunde Rüden zur Welt. Heute, 2 Jahre später, trifft Mutter Tessa das erste Mal wieder auf den Vater ihrer Jungs. Sie sehen alle fast aus wie die Mutter, links hinten im Bild. Vom Vater, dem Australian Shepherd, haben sie nicht viel. Doch bei der Einkreuzung ging es Däuber nicht um das Äußere und die Einhaltung des VDH-Rassestandards. Sein Ziel war ein gesünderer Rassehund. Aber so sollte ja auch eine gesunde Zucht funktionieren. Man sollte auch bei anderen Rassen, die jetzt noch recht vital sind und recht gesund sind, rein prophylaktisch schon mal eine Einkreuzung vornehmen, damit es eben nicht so weit kommt. Doch diese Weitsicht haben die meisten Züchter nicht. Außerdem, mit einem Mal einkreuzen ist es nicht getan. Tiergenetiker sprechen von 8 bis 10 Generationen, bis die kranken Gene wieder herausgezüchtet sind. Aber die Quittung wird man kriegen. Das ist einfach ein Verlust auf der Zeitachse zur Rettung dieser Rassen. Und das ist das Erste, was die Herren begreifen müssten, dass sozusagen Leute, die sich wissenschaftlich mit diesen Rassen beschäftigen, sind nicht ihre Feinde, das sind ihre Freunde. Auch wenn Alexander Däuber heute nicht mehr züchtet, das Crossbreeding, das Verdünnen von Genen durch die Gene einer anderen Rasse, bleibt für ihn die einzige Möglichkeit. Vielleicht werden die Rassen sogar schöner. Gesünder werden sie in jedem Fall.